Süßen, es ist September und im September haben bei mir ganz viele Menschen Geburtstag und ich dachte mir, was kann man Schönes und Schnelles und doch Kreatives zu einem Geburtstag zusätzlich dazu schenken? Und weil jetzt so langsam der Herbst kommt, dachte ich mir, dass man eben so ein bestimmtes Tutorial eigentlich ganz cool verschenken könnte, beziehungsweise das Ergebnis davon verschenken könnte. Worum es sich handelt, zeige ich euch jetzt. Und zwar handelt es sich um so eine Tasse. Also die Tasse an sich ist nicht das Besondere, sondern das Design der Tasse. Das ist jetzt einfach eine weiße Tasse, die kriegt man überall recht günstig. Es gibt die in matt und sonst wo. Also es gibt verschiedene Style einfach von dem Haptik der Tasse. Ich habe jetzt halt hier eine ganz normale weiße. Ich habe hier den Henkel eingefärbt und das untere logischerweise. Und wie das Ganze funktioniert, würde ich euch natürlich jetzt gerne zeigen im Tutorial. Ich zeige euch einmal nur, es ist wirklich super simpel, womit das Ganze entstanden ist und wie man das am besten macht. Und ich sage euch, jede Tasse wird unterschiedlich aussehen. Um euch das demonstrieren zu können, habe ich auch nochmal so zwei, drei Gläser von uns zu Hause nochmal verschönert. Und das Gute dabei ist, wenn es nicht gut aussehen sollte oder euch das Muster des Designs nicht gefallen sollte, dann kann man das immer nochmal mit Nagellackentferner wegmachen und dann neu designen sozusagen. Und wenn man das Ganze dann gemacht hat, dann kann man das mit einem Fixierspray, was man im Bastelbedarf bekommt, oder einer Paste fixieren. Dann kann man das eventuell sogar in die Spülmaschine geben. Meins ist jetzt rein dekotechnisch, wo ich Pinsel reinmachen möchte, also die Gläser zumindest. Und so sieht das Ganze aus. Und ich finde das einfach super, super süß als Geschenkidee. Man kann da auch Bonbons reinmachen, gerade zur Einschulung, die ja jetzt war und all so eine Sachen. Man kann Kerzen reinmachen, einfach so einen... Ja, schönes aufgepepptes Glas sozusagen, was ihr selber designt habt. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich hier vielleicht noch draufschreiben möchte, dass das Pinsel, also dass das ein Gefäß für Pinsel ist. Oder eben Wattestäbchen, all so eine Sachen, das kann man dann schön beschriften. Und womit ich das beschriften würde, zeige ich euch jetzt. So, ihr könnt euch daran erinnern, dass ich auf dem Essence-Event war und hier habe ich einen Tattoo-Liner bekommen. Und da ich selbst nicht so viel Bastelbedarf zu Hause habe, dachte ich mir, womit kann ich mir helfen? Ich habe genug Nagellack, wie man hier hinten sehen kann, und ich habe diesen Tattoo-Stift. Und deshalb werde ich jetzt einfach mal da drauf schreiben, Pinsel. Und den Rest des Videos seht ihr sozusagen, also wie man das Ganze hier unten macht, seht ihr dann jetzt im Video. So wie ihr hier sehen könnt, habe ich drei verschiedene Farben gewählt. Eine helle, eine sehr dunkle und eine leicht schimmernde. Das Schimmernde sieht man hier jetzt wahrscheinlich nicht so gut, doch hier. Und die geben wir jetzt sozusagen in das Wasserpöttchen hier rein und dann werden wir sehen, was daraus wird. So, ich beginne jetzt hier mit der dunklen Farbe und gebe die ins Wasser. Oh wow, schaut euch das mal an. Die Tasse, die ich da jetzt reintunken werde, und zwar so. Oder was man auch machen kann, das mache ich jetzt einfach mal, ich probiere es mal. Nehmen wir jetzt mal hier so einen schönen Teil. Schön locker lassen. Dann sieht das jetzt hier schon so aus. Tada. Und jetzt gehe ich hier nochmal so komplett rein. Ich stelle das sozusagen da rein. Tada! Am besten lasst ihr das jetzt hier noch so ein bisschen trocken werden, also das Wasser abprallen. Und das steht jetzt hier zum Trocknen. Um das ganze Wasser wieder ein bisschen zu säubern, gehe ich hier einmal so mit einem Tuch entlang, also so. Und nehme sozusagen so ein bisschen die Reste weg. Das packe ich dann zur Seite. So, jetzt nehmen wir hier so ein bisschen Nagellackentferner. Und an solchen Stellen wie jetzt hier können wir das dann natürlich noch ein bisschen ausbessern. Draufgeschrieben. Jetzt kann ich den sozusagen hier in meinem Schminkbereich stehen lassen und habe immer noch meine separaten im Badezimmer stehen. Und so kann ich sozusagen meinen recht langweiligen
Hintergrund ein bisschen aufpeppen, indem ich solche schönen Gläser mache. Ich hoffe, das war vielleicht auch was für euch und ihr habt auch Lust, das Ganze nachzumachen. Ich finde es einfach super genial, weil ich habe einfach so viel Nagellack und es ist eigentlich schade drum, es kaputt werden zu lassen. Also ja, ihr versteht, was ich meine, hoffentlich. Ich bin heute so ein bisschen im Quasselsalat-Gedöns. Jedenfalls, was ich damit sagen will, ich finde das eine super schöne Idee, um Dinge zu verschönern. Vasen, Teller, Besteck, alles natürlich im Deko-Bereich. Ja, ich werde das Ganze noch fixieren und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht die eine oder andere Idee für euch auch jetzt da ist, um ein Glas, eine Vase oder ähnliches aufzupimpen. Wenn das so sein sollte, dann hinterlasst mir doch gerne Kommentare und vielleicht auch Bilder bei Instagram mit dem Hashtag Nagellackglas. Und dann weiß ich, kann ich nachschauen, was ihr schönes designt habt, wie eure Wasserdesigns aussehen und freue mich auf eure Bilder. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, in einen Bastelbedarf fahren und euch dort einen Fixierlack oder Pinselzeug holen, womit ihr das Ganze dann auch waschmaschinenfest kriegt. Waschmaschinen? Spülmaschinen. Ihr könnt natürlich auch in einen Bastelbedarf gehen und euch dahin bestellen. Ihr könnt natürlich auch in einen Bastelladen gehen und euch dahin.